Jo Leute, was geht ab? Heute zu einem ganz anderen Video und zwar zeige ich euch heute eine Funktion im FL Studio, die ich auf gar keinen Fall mehr missen möchte. Und zwar, wenn ihr keine Ahnung habt von Melodien erstellen und so weiter und so fort, alles was in diesem Bereich ist, kann ich euch einen ultimativen Tipp geben. Ihr müsst einmal in diesen Browser gehen, dann auf den Library Browser. Dann geht ihr hier unten auf Keanu Script. Dann ladet ihr euch hier diesen oberen runter. Text to Chord Progression. Dann geht ihr hier einmal in die Piano Roll. Geht ihr hier auf diesen Pfeil, Tools. Dann auf Text to Chord Progression. Dann steht es hier schon drin. Jetzt, wenn ihr Ahnung davon habt, könnt ihr hier einfach eure Sachen eingeben, ganz easy, wie man es kennt, einfach das so eingeben, wie es halt kommt. Und falls ihr keine Ahnung habt, geht ihr einfach auf ChatGPT und schreibt dann hier diesen Prompt hier rein. Ich habe es euch in der Videobeschreibung verlinkt, kopiert einfach den hier raus, beziehungsweise hier dann. So quasi, also dass ihr halt hier einfach das eintragt, was für euch relevant ist. Also eine, keine Ahnung, eine Do Dark Gitarren Chord Progression. Genau. Da kommen wir hier, A minor, C minor, G minor, D minor. Gehen wir hier einmal hin. Klicken dann hier wieder in FL Studio rein. Kopieren das einmal rein. Akzeptieren das. Jetzt habe ich voll Idiot natürlich mein Ding. Noch keine Musik oder kein Instrument ausgewählt, besser gesagt. Genau, dann hört sich das Ganze so an. Und dann können wir natürlich ab diesem Point würde ich das Ganze nicht so lassen, sondern würde einfach jeden Chord nochmal transposen. Da kann man sich komplett kreativ austoben. So was vielleicht immer. Kann man natürlich ab diesem Point kann man komplett rumspielen, da ist euch der Weg komplett offen. Kurzes Video hier einfach zwischendurch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Leute, lasst ein Like da, haut rein und es werden weitere Tipps folgen für FL Studio. Also abonniert, Leute, haut rein und ciao!